lass mal gucken, was bei Familie Mensch abgeht, Digga. Die haben wir damals voll gesuchtet, aber die haben dann aufgehört. Kommen noch Videos. Hey, Leute. Familie Mensch, kommen noch Videos. Vor 10 Monaten. Ja, ich bin's, Arthur. Ja, ihr wartet lange auf eine Neuigkeit. Wann kommen wir wieder? Und ich muss sagen, wir kommen nicht mehr wieder. Nein. Tut mir leid, aber so ist das. Hä? Willst du mich leimen? Willst du mich leimen? Ich dachte, wir kommen nach Corona wieder. Hey, stopp mal. Seit wann nimmst du meine Leim? Willst du mich etwa da leimen, hä? Oh mein Gott, ich glaube, wir kommen doch wieder. Ja, ja, Comeback, Familie Mensch. Let's go. Zieh durch, Jungs, Alter. Nimm den Kanal auseinander. Guck mal hier, die haben mich rasiert, Alter. Die haben mehr rasiert als der ein oder andere YouTuber mit Fortnite Prime. Guck mal. Junge, das waren die ersten Reactions, glaube ich, die wir darauf gemacht haben, wo ich hier nach Madeira gezogen bin. Das war so gut. Okay, wir gucken uns erstmal an. Gut, das war noch, glaube ich, da war damals noch ein bisschen zu viel auf Mois-Film. Ehre, Bruder. Verteilt Hack. Hashtag Hackmeister. Das ist mein Apfel! Was ist denn hier los? Okay, Ehre, Bruder. Verteilt Hack. Wir gucken mal, worum es hier geht. Das ist mein Apfel! Das ist doch gar kein Apfel, das ist ein Toast. Ist mir egal! Oh, nö, jetzt. Mein lieber Herr Gesangsverein, was zum Henker mein ist... Mein lieber Herr Gesangsverein! Geh los. Ficker ist das noch nie! Wow. Willst du mich leihen? Ich bin MMA-Fighter. Hä? Okay. Das ist kein 4K hier, das ist ein Apfel. Das ist ein Apfel, kannst du es nicht hier sehen? Das ist ein Toast. Ein Apfel. Toast. Tschüss! Oh, ich bin hier der Hackmeister und jeder kriegt seinen Hack. Boah! Das ist dein Hack? Komm, Leute, der Hackmeister ist zurück! Moment, wir haben einen neuen meiner? Hackmeister auf YouTube. Deiner? Ja. Oh, und ich schon wieder. Oha. Ja. Ich möchte meinen Hack nicht haben. So wird aus dir nie etwas. Vielen Dank. Digga, was passiert denn hier? Sonne. Was ist los? Wo sind wir? Er hat Rede gemacht. Am Gardasee! Ja, ja! Heute nach langer Zeit wieder FM-Treffen. Wir sind fast alle da, außer... Die sind noch alle älter geworden, ne? Müsst ihr auch bedenken. Die Videos, die wir uns angeschaut haben damals, da waren die noch viel jünger. Also 20 Leute sind nicht gekommen. Das war zu viele. Ja, die kommen immer noch nicht klar, das BVB. Ihr wisst schon. Hallo, benimmt euch doch mal bitte. Aber das... Okay, das jetzt. Okay, das ist jetzt wieder eine richtige Folge. Das ist eine neue Episode. Vor 8 Stunden, wir sind sogar aktuell. Lebt auf der Straße und rettet Reichen. Familie Mensch, okay. Okay, er lebt auf der Straße und rettet einen Reichen. Das zeigt, man kann auch, wenn man wenig hat im Leben, ne? Also, man hat jetzt eh nicht unbedingt viel, wenn man viel Materielles hat. So, aber das ist ja heutzutage so, hast du viel Materielles, dann bist du reich. Reichtum kommt eigentlich von woanders her, denke ich immer. Aber der lebt auf der Straße und rettet einen, der mehr hat als ihn... Den Arsch. Schau mal. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist voll die hässlichste Stadt, die ich jemals gesehen habe. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen Euro für mich? Oh, geh arbeiten, wenn du Geld brauchst, du Penner. Herr Zinuk ist mir auf jeden Fall reich. Ich hab gestern von Mampe gesehen, da hast du uns 3-0 verloren. Was? Alter, wie ekelhaft. Ja. Herr Zinuk ist mir auf jeden Fall einen Euro für mich. Oh, geh arbeiten. Wenn du Geld brauchst, du... Was? Penner. Ey, habt ihr jemanden schon mal gesehen, der so reagiert hat auf einen Obdachlosen? Herr Zinuk ist mir auf jeden Fall reich. Geh arbeiten, du Penner. Hast du mal einen als Maul gearbeitet? Ich hab doch kein Geld. Mach dein Hände auf, ja. Komm mal weg. Das ist doch mein Geld. Ey, ist doch reich, ich hab doch kein Geld. Ah, neue Schauspieler auf dem Set. Gib mir den Geld. Oh fuck, das ist ein Krimineller. Ich hab doch kein Geld. Oh, nein! Mann. Der treibt Schutzgeld ein. 20 Minuten später, okay. Boah, Papa, ich halte wirklich keine Minute mehr aus. Sind voll die Kriminellen. Ich hoffe, du musst nicht mehr lange arbeiten. Hey, warte mal. Boah, Papa, ich halte... Er hat doch gesagt, Papa, warum sagt er danach Bro? Wirklich keine Minute mehr aus. Sind voll die Kriminellen. Ich hoffe, du musst nicht mehr lange arbeiten. Bro, hol mich mal ab jetzt, Bro. Und das ist... Bratan, hol mich mal ab von Arbeit jetzt, Papa. Hast du verstanden? Voll die schlimmste Stadt, wo du jemals gearbeitet hast. Ich hoffe, wir ziehen hier bald wieder um. Ach so, boah, oh, okay, sorry. Ja, tschüss. Oh mein Gott, Alter. Hey, wo ist mein Handy? Was?
mein Gott, Alter. Hey, wo ist mein Handy? Hey! Oha, Flash! Bruder, wie schnell ist der gerade hier rechts rausgeschossen? Habt ihr gesehen? Das ist nicht mal doppelte Geschwindigkeit. Bruder, der ist gerade so... Guck mal! Hey! Oha! Gib mir mein Handy! Gib ihm das Handy, sofort! Lass mich in Ruhe! Gib das Handy! Boah! Danke! Warte. Bist du überhaupt? Ist das Team nicht geholfen gerade eben? Das ist doch selbstverständlich. Ehrenmann, Alter. Guck mal, so Sanky ist obdachlos, deswegen hat er diese Dreck hier an seine Backe und so, weil er sich nicht waschen kann. Du hast ein Problem gehabt und ich hab dir geholfen. Aber ich hab dir doch kein Geld gegeben und hab dich auch beleidigt. Es bleibt dir auch überlassen, ob du mir Geld gibst oder nicht. Du musst mir ja nichts geben. Dass diese, du musst mir ja nichts geben, aber wenn du mal einen Zehner da noch hast, aber du musst nicht, ne? Also du musst nicht, so extra sagen, du musst nicht. Ob du mir Geld gibst oder nicht, du musst mir ja nichts geben. So diese, isst du das noch, schmeckt das gut? Ja, diese. Auch wieder. Aber wer bist du überhaupt? Ach, mein Vater, der arbeitet hier und ist, wir sind gerade hier frisch hergezogen und... Ich habe hier sowieso keine Lust mehr, hier zu sein. Wer bist du eigentlich? Ich bin Mike. Moin, Mike. Warum lebst du eigentlich auf der Straße? Ich kann mir das Leben nicht leisten. Wieso? Ich habe ein Herzproblem. Deswegen möchte mich keiner einstellen, wo ich nicht so lange arbeiten kann wie die anderen. Scheiße, ey. Ey, Mike, Alter, das tut mir echt leid. Dann geh doch arbeiten! Es gibt noch immer auch das Jobcenter und du wirst ja auch vom Staat unterstützt. Du musst nicht auf der Straße leben, wenn du das nachweisen kannst, dass du ein Problem hast mit deinem Herz. Aber ich kann dir mal gerne die Stadt zeigen und das ist hier gar nicht so schlecht, wie du denkst, weil ich habe dich vorhin fluchen gehört. Und mein Zuhause kann ich dir auch zeigen. Bitte respektvoll bleiben im Chat, ja? Ja gut. Ja? Kannst du ja machen. Okay. Ich werde wahrscheinlich nicht... Hey, warte, was? Ich auch zeigen. Denkst du, ich habe dich vorhin fluchen gehört. Und mein Zuhause kann ich dir auch zeigen. Aber ich dachte, er ist obdachlos. Obwohl, vielleicht ist das ja sein Zuhause. Schauen wir uns jetzt sein Zuhause an. Er ist ja obdachlos, okay. Ja, gut. Ja? Kannst du ja machen. Okay. Ja. Kannst machen, wenn du magst. Ich werde wahrscheinlich nicht meine Meinung ändern. Musst du ja auch nicht. Meinungsfreiheit. Also das ist mein Reich, mein Zuhause. Das ist dein Zuhause? Viele nennen es Müllhalde, aber ich nenne es mein Zuhause, weil ich bin hier so gesagt aufgewachsen. Und guck mal, hier ist ein Klavier. Und ist das überhaupt noch? Nein. Ja, finde ich cool. Der hat auch trotzdem ein Setup zu Hause, ne? Der hat hier so Lichter, die kann er dann immer so synchron zu seinem Klavier anmachen. Nein, so ich stelle mir das natürlich vor, dass das funktioniert. Ach so. Die Tasse kennst du ja bestimmt noch. Das ist mein Basketballkorb. Der stellt sich vor, dass das funktioniert. Der ist leider abgebrochen. Und was machst du, wenn es regnet? Dann suche ich mir halt einen Unterschlupf irgendwo anders. Da ist doch ein Zelt hinter dir. Dann leg dich doch einfach ins Zelt, wenn es regnet. Boah, aber du scheinst echt glücklich zu sein, obwohl du im Müll lebst. Schön ist die Situation nicht, aber ich bin froh mit dem, was ich jetzt im Moment habe. Richtig, immer Alhamdulillah sagen. Aber dir scheint es nicht zu gehen, so wie man das betrachtet. Ja, ich bin immer unzufrieden, obwohl es eigentlich nicht sein müsste. Ich kann genug essen, wie ich will. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Mein Vater arbeitet. Und ich habe alles, was man braucht. Und du hast nichts. Hört auf, das ist nicht lustig. Alles gut. Ja, doch. Alles, was man braucht. Ich habe alles, was ich habe. Und du hast... Alles, was ich brauche, und du hast gar nichts. Du hast nichts. Ja, doch, ich habe das hier, was hier steht. Und ich habe mich selbst, das ist das Wichtigste. Nee, warte mal. Warte, ich habe eine Idee. Und zwar, mein Vater hat seit langem einen Sekretär gesucht. Und ich finde, das ist auch ein perfekter Job für dich, weil du musst eigentlich viel arbeiten. Du kannst sitzen, wie viel du willst. Auch viel draußen, so viel wie du willst. Ich kann meinen Vater fragen, ob er dir vielleicht einen Job. Ehrenmann. Gibt. Was? Ist ja cool. Oh mein Gott. Pork, Happy End, Leute. Happy End. Ja, ja.
Boah, wie schön, Alter. Guck mal, der hat den von der Straße geholt. Jetzt nochmal kurze Roomtour. Stark, Digga. Ey, ich hoffe, die ballern weiter Videos. Ja, aber was ist mit seinem Herz? Ja, der Vater wird ja darauf dann Acht geben, dass er natürlich, ne, nicht drüber kommt. So, das ist halt gesundheitlich noch für ihn gut ist.